Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Von mir gibt es ein Haul. Ich habe ein bisschen in Cosmetic for Less geshoppt. Das Minimalste, was ging, waren 25 Euro. Dann war es ja versandkostenfrei. Ihr wisst ja, wie ich zu Versandkosten stehe. Und deswegen zeige ich euch einfach die Dinge, die ich noch bei Cosmetic for Less ergattern konnte. Und des Weiteren High-End-Produkte und auch ein paar Schnickschnack-Sachen. Und ich wollte euch einfach zeigen, was ich so habe. Irgendwie ist mein Daumen taub. Ich habe mich gestern übelst geschnitten. Eigentlich ein ganz, ganz kleiner Cut, aber doch sehr tief. Und jetzt ist irgendwie der Daumen hier taub. Kennt ihr das? Kennt jemand das? Ich weiß jetzt nicht, ob ich zum Arzt gehen soll oder lieber lassen. Keine Ahnung, wir fangen an mit den Cosmetic for Less Haul. Ich habe meiner Tochter eine Donut bestellt. Sie steht total auf Blau oder Türkis. Das ist eine Badebombe und hat 4 Euro gekostet. Ja, das sieht so aus und fand ich total süß. Und sie liebt so einen Schnickschnack und ich dachte, das gefällt ihr. Ja. Dann durfte mit, eigentlich habe ich bestellt wegen dieser Sache hier, Tammy X. Diese wundervolle Palette hat 11,99 € gekostet. Ich wollte sie nicht eigentlich aus dem Ausland bestellen. Es hat ewig gedauert. 2 Wochen oder sowas, bis es endlich bei Cosmetic for Less oder einen anderen Online-Shop gab. Und als es dann endlich gab, habe ich es dann auch bestellt. So sehen die Farben aus. Richtig paradiesvogelmäßig. Ich feiere das. Ich finde die Farben assrein. Es sind tolle matte Töne. Also wirklich, eigentlich sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 schimmernde und der Rest alles matte. Das sind, glaube ich, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 3, 18, also 7. Ja. Toll, toll, toll. Ich feiere dieses. Das werden wir auf jeden Fall. Das ist die Tropical Carnival Shadow Palette. Mega schön auch das Design. Also das Print. Print finde ich toll. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie die Farben sind. Ja, ich freue mich drauf. Dann habe ich bei Cosmetic for Less Root Shine Control Lasting Makeup Mist geholt. Von Make-up, das ist, glaube ich, die Root. Ich habe keine Ahnung, was es gekostet hat. Auf jeden Fall um die 5 Euro, glaube ich. Sieht so aus, fand ich sehr interessant. Wollte ich unbedingt, ich brauche was für die T-Zone. Heute geht's eigentlich, wenn ich dieses mattierende Puder benutze, geht's. Ansonsten brauche ich doch irgendwas Shine-Control-mäßiges. Der Sommer kommt, also ich werde berichten auf jeden Fall im Sommer oder auch davor, wenn es ziemlich warm wird, wie das denn ist. Und ja, das war das. Dann habe ich noch eine Sache nachbestellt und zwar von W7. Ihr wisst, ich liebe das. Das ist mein liebster das ist mein liebster Eyeshadow Brush. Leider gab es den nur einmal. Ich hätte ihn sonst 2 oder 3 Mal, aber das war der letzte. Das ist die 01. Die liebe ich absolut. Das ist so ein flacher, gebundener Pinsel, womit man super Pigmente auftragen kann. Also richtig, richtige Schimmer-Shadows. Und ja, gefällt mir richtig gut. Hat um die 2,99 € gekostet. Ich feiere das. Ich liebe den. Der wird auch sofort in meine Sammlung einziehen. Den kann ich euch absolut ans Herz legen, wenn es den wieder gibt. Oder mal bei Amazon gucken. Ich weiß es nicht. Also ist das Shadow Brush. So sieht es aus. Eyeshadow Brush. Ich kann ihn nur für Pigmente empfehlen, weil er eben so festgebunden. Also er ist schon flexibel, ne? Aber die Haare sind ziemlich dicht und er trägt das Produkt assrein auf. Ja, der zieht auch sofort ein. Ich gucke gerade, ob die verschieden sind. Ja, vom Stil her. Etwas kürzer, das ist mir gleich aufgefallen. Seht ihr das? Etwas kürzer und ich mag die dickeren lieber. Also wenn sie so ein bisschen dicker sind, ne? Und auch von der Farbe her ein bisschen anders dann. Ja. Ich mag den Pinsel und ich bin froh, dass ich noch einen ergattern konnte. Ja, genau, das kommt gleich im Müll. Dann habe ich bei Kleiderkreisel einige Dinge zusammengeschoppt. Das zeige ich euch jetzt auch, denn es ist eigentlich schon ein XXL-Haul. Ich habe jetzt gesammelt, bis eigentlich alles eingetrudelt ist. Und ich glaube, jetzt ist tatsächlich alles eingetrudelt. Wir fangen an mit Colourpop. Das ist die Lit Batman Edition. Ich habe das ja sehr gefeiert, allein das Packaging Batman X Colourpop. Batman. Da. Wirklich, hier ist es Glitzer drauf und es sieht einfach geil aus. Also ich habe die Palette mit euch schon zusammen in einem Look getragen. Also ausprobiert gestern und ich finde die Qualität immerhin. Es
immer wieder bei Colourpop Ass rein. Ich kann es euch absolut ans Herz legen, egal welche Palette euch gefällt, einfach mal zu holen, einfach um zu gucken, wie sie ist. Die Umverpackung schmeiße ich immer weg, weil das ist für mich eigentlich immer unnötig, wenn ich das schon mit euch getestet habe. Dann hatte ich mir bestellt zwei weitere Pinsel von Morphe, und zwar aus der M506. Ich habe den schon zweimal da und jetzt habe ich zwei weitere. Ja, die finde ich toll, gerade am unteren Wimpernkranz oder wenn man ganz, ganz präzise am Lid arbeiten möchte. Ja, das sind so kleine Blenderpinsel. Ich kann euch mal ein 228 dran halten, damit ihr seht, wie die aussehen. Also die sind wirklich sehr, sehr klein. Also den M506 kann ich euch absolut ans Herz legen. Schaut euch den einfach mal an. Da kostet um die 9 Euro normal. Ich glaube, ich habe 4 Euro oder sowas pro Pinsel gezahlt. Ist in Ordnung, ne? Vor allen Dingen ist es wie recycelt, ne? Weil man das ja nicht neu, es muss nicht nachproduziert werden, weil ich es gebraucht kaufe. So, dann habe ich zwei Color Train Paletten. Und zwar sind das so kleine. Ich habe die Color Train Palette schon in mit diesen warmen Tönen. Und jetzt habe ich gedacht, probieren wir was ganz anderes und Verrücktes aus. Das ist so, das ist die Love in Berry Cute Edition. Das sind kühlere Töne, ein warmer, ja, eher so lila angehaucht. Ich hoffe, ihr erkennt die Farben ganz gut. Wenn nicht, wäre das echt schade. Aber ich werde euch das natürlich in einen First Impression oder in einen Look nochmal schminken. Denn ich packe ja immer die Sachen auf Seite, die ich noch nicht benutzt habe mit euch zusammen. Damit wir einfach gucken können, wie die performen. Und ich mag ja so kleine Paletten, wo 6 Lidschatten drin sind. Mag ich eigentlich ganz gerne. Und dann habe ich Lovelies. Lovelies, ja, die sieht so aus. Ich dachte eher, das sind so blaue Töne, aber das ist die kühlere Variante. Schaut mal, da ist ein richtig schönes, dunkles Blau drin. Ich muss sagen, Color Train hat echt eine mega geile Pigmentierung. Diese Folien schmeiße ich auch gleich weg, sonst geht mir die Palette flöten. Nagelneu, ich habe, glaube ich, 8 Euro pro Palette gezahlt und ich war sehr, sehr happy. Und ich liebe diese Verkäuferin, die hat einfach tolle Sachen. Da habe ich übrigens auch die Morphe-Pinsel her. Dann habe ich bei einer anderen Verkäuferin Joé Blush in Rose Gold Edition. Das ist ja einer der bekanntesten Blushes gekauft. Ich muss sagen, so richtig Rose Gold ist es nicht. Ich habe es noch nicht mal geswatcht. Es ist ein Peachy. Ich merke gerade, dass meine Hand sehr weh tut durch den Schnitt. Und so ein Rose. Ja, peachy und so ein, ja, ich würde schon ein peachiges Roségold, aber nicht rosa, also nicht wirklich. Und eine habe ich heute getestet, ich habe Flirt gerade drauf und ich wollte unbedingt die weiteren testen. Und wenn sie nichts für mich ist, landen sie natürlich im Sale-Account bei mir. Das wisst ihr ja, dass ich da einfach ein paar Dinge reinstelle, die mir einfach nicht so zusagen. Und dann habe ich ein weiteres geholt und zwar Sans Sweat. Das sieht so aus hier. Das ist ein Bronzer und zwar Medium to Deep. Und ich muss sagen, es ist ein wunderschöner Bronzer. Bronzer. Ich hoffe, ihr erkennt die Farben. Das ist, ich swatch euch das natürlich. Einmal so ein, ja, mittleres Braun und einmal eben so ein dunkleres Braun, womit man einfach schön bronzen kann. Und ich wollte unbedingt das einfach ausprobieren. Es war ziemlich günstig. 15 Euro habe ich pro Teil gezahlt. Und ich meine, ob ich 29 Euro oder 26, was die da auch kosten, bezahle oder 15, da habe ich wirklich einen Schnapper gemacht. Ja, das Problem ist, ja gut, man kann sie schon unterscheiden, wenn man möchte. Aber die Qualität, also es ist sehr hochwertig. Und hier oben ist so eine Gummischicht, also sehr interessant. Werde ich auf jeden Fall austesten, die zwei. Dann hat mich irgendwie der Jeffree Star angemacht. Der Jeffree hat mich sehr angebaggert hier mit seinen Paletten. Ich würde mir auch die Blunt Moon holen, aber vom Packaging spricht mich das absolut nicht an. Es ist so grob, ja, und damit kann man jemanden umbringen, ja. Ich finde das hier schon relativ wuchtig. Ich bin absolut nicht der Fan von so Riesenpaletten, denn wo will ich sie hinmachen? Und auch, ich würde gerne so eine Wunschliste machen. Sachen, die ich mir gerne zulegen würde mit der Zeit irgendwann, wenn es halt eben da ist.
Und das war so ein Teilchen, wo ich gedacht habe, yes, Baby. Ich glaube, ich habe dafür 20 Euro gezahlt oder so. Und ja, kaum benutzt. Ein Farbton ist ein bisschen abgebrochen, wenn ihr das hier seht. Aber ganz ehrlich, da ist pro Pen so viel drin. Ich habe keine Ahnung. Die Umverpackung war leider nicht dabei. Wirklich eine sehr, sehr schöne Palette. Ich hatte das. Die Melle Flori hat sie, glaube ich, damals auch verkauft. Ich habe mir aber so rumgehadert, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und dann habe ich beschlossen, yes, jetzt brauche ich das. Ja, danke, Schatz. Oder braucht ihr so ein kleines? Ich brauche also ein kleines. Nee, die sind zu. Ich nehme das hier. Es ist nicht mehr. Es ist schon zugegangen. Aber bevor du nochmal dich reinsteckst. Also, Pflaster. Mein Kind verarztet mich gerade. Ich liebe meine Kinder. Sie sind so lieb, wenn sie wollen. Danke, Schatz. Bitte. Wie gesagt, die Palette hatte mich schon damals angesprochen. Ich war mir noch nicht sicher wegen dem Preis. Also 50 Dollar oder 52 Dollar, irgendwie sowas. 48 Euro um den Dreh kostet sie. Ja, und für 20 war das dann okay. Also ich würde mir auch die Killers holen. Das ist die hier, die Andorini oder sowas. Andorini. Keine Ahnung. Ihr könnt das ja selber lesen. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich war mir nicht so dessen bewusst. Ich muss sagen, die Farben sind mega pigmentiert. Halleluja. Mega. Damit kann man wirklich einen wunderschönen Alltagslook zaubern mit ein bisschen Kabums, aber auch wirklich ein Alltagslook, wie gesagt. Und da bin ich super gespannt. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade auf dem Trip, neue Marken einfach für mich zu entdecken, auch im High-End-Bereich. Ich sehe es aber trotzdem nicht ein, bei Douglas zu bestellen. Und so suche ich mir einfach, ja, mir macht auch die Suche so Spaß, ne? Dann Mitstreitern und keine Ahnung was, einfach, ja. Und dann kriege ich das und keine Ahnung was. Was ich auch haben wollte, war den Becker Under Eye Primer. Ich hatte immer geguckt, also diesen Becker, wie heißt der? Becker Under Eye Brightening Corrector in Chalice Creams. 2,3 Gramm. Ich habe die kleine Größe genommen. Sie ist nagelneu, hat 9 Euro für mich gekostet mit Versand. Das ist dann okay. Also. Die Originalgröße kostet 26 Euro, 25 Euro, vielleicht auch 24. Aber ich wollte bewusst, meine Güte, bewusst das kleine Pöttchen hier nehmen, weil es einfach günstiger war und auch neu. Und ich wollte eigentlich nicht, dass jemand da rumgedätscht hat. Ja, und das Mädel war super zuverlässig. Hat jetzt ein bisschen gedauert mit dem Versand, aber ich habe es bekommen. Und bin sehr glücklich. Ich werde ein First Impression Full Face auf Make-up-Produkten machen. Dann habe ich bei einer lieben Dame, das war auch so ein komisches Ding, zwei Paletten bestellt. Ich hatte das schon mal, wenn ich euch das sagen kann. Ich zeige euch erstmal die heile Palette. Die sieht so aus, ist von ColourPop. Ist super, super schön. Die gefällt mir sogar einen Ticken besser als die andere. Heißt so hier. Sieht so aus. Ich muss sagen, diese warmen Töne machen mich ja immer an. Warme Töne, damit kriegt man mich immer. Es hört sich so an, als würde man mich hier ins Bett kriegen, aber nee, man kriegt mich auf die Augen. Super, super schön. Auch dieser schimmernde Kupferton, ja. Dieses Rostbraun und diese warmen Töne sind einfach, ist eine tolle Palette. Drei matte, ein schimmernder. Feier ich. Und bei der Lilanen war das so, dass erstmal die Palette kam. Ein Fännchen, also dieser Lidschatten hat gefehlt aus dieser Palette. Die Anordnung war ganz anders da aus, wie auf dem Bild. Der Spiegel ist raus gewesen, also es war wirklich wüst, aber dieses Fännchen war nirgendwo. Dieses Fännchen war nirgendwo und es hat mich echt gewundert. Jetzt hat die Post es einfach aufgemacht wahrscheinlich und geguckt, ob irgendwelche Drogen drin sind oder so. Der Spiegel war auf, also es war wirklich alles auseinandergenommen. Und auch wie geswatcht, dieser Lidschatten war komplett weg. Ich habe die Dame dann angeschrieben, dass eben dass ein Lidschatten gefehlt hat und eben, dass es kaputt war.
also auseinandergebrochen. Sie hat halt gesagt, oh, das ist aber doof, das ist halt die Post und keine Ahnung was. Und dann hat sie mir denselben nochmal zugeschickt, super zuverlässig, Dankeschön. Man weiß nie, ob es der Verkäufer war. Wie gesagt, ist mir schon mal passiert, ob es der Verkäufer war oder nicht. Aber wir konnten das ja gut miteinander klären und somit habe ich eine gute Bewertung abgegeben, weil sie hat mir das einfach kostenlos zugeschickt. Und mit anbei hat sie mir von Colourpop Ultra Satin Lip von Hello Kitty Edition total putzig. Also ich würde mir auch tatsächlich diese kleinen Colourpop-Geschichten lieber zulegen. Ich denke, dass da so 1 Gramm oder sowas drin sind. Ja, 0,64 Gramm. Aber das, denke ich, langt sehr, sehr lange. Und ja, fand ich total süß, dass sie mir noch eine Zugabe einfach zugeschickt hat. Und ja, ich war sehr glücklich, dass ich so tolle Produkte so günstig ergattern konnte. Mindestens die Hälfte des Preises. Dann habe ich bei einer anderen Dame diese wunderschöne Palette hier gefunden. Von Colourpop natürlich. Aber ja, ich und Colourpop große Liebe. Große Liebe. Diese wunderschöne Palette, oh, Lecco Mio, ist das eine wunderschöne Alltagspalette. Ehrlich gesagt erinnert mich sie ein bisschen, wenn ich sie gerade so angucke, an die Runway Collection von Urban Decay, die ich auch habe. Irgendwas mit Urban Decay, wenn ihr mal die Farben anschaut. Also wenn ihr etwas günstigeres Segment in kleiner haben wollt, guckt euch diese an. Ich finde auch wirklich von den braunen Tönen und auch von den schimmernden sehr, sehr ähnlich. Bis auf einer sind alle unbenutzt. Das hatte sie mir aber auch noch dazu geschickt. Doch zwei sind geswatcht worden. Aber ehrlich gesagt, oder mit dem Pinsel ist mir doch wurscht. Im Endeffekt benutze ich sie auch und man sieht es dann gar nicht. Zwei hier mal Swatches. Also ich muss Colourpop einfach loben. Für so wenig Geld so eine High-End-Qualität. Wirklich High-End, weil... Oh, ob ich Urban Decay swatche oder Color Train, Colourpop kann mithalten. Kann mithalten. Ja, genau. Und dann die letzten zwei Schätze. Dann sind wir aber auch mit meinem Haul endlich durch. Zum einen habe ich mir von Urban Decay On The Run geholt. Sie hat mich irgendwie angemacht. Fragt nicht warum. Vielleicht, weil auch mal kühlere Töne drin sind. Und außergewöhnlich dieser silberne, er hat so ein Shift drin, ne? So einen richtig geilen rosanen Shift. Also Silber mit rosanen und rosa lilanen Shift. Ich fand die Palette cool. Ich wollte sie unbedingt haben. Ich glaube, sie war für 10 Euro zu haben. Und ich meine, für 10er kann man auch verlieren, ne? Kann einen aus der Handtasche fallen, hat meine Freundin mal gesagt. Und da hat sie vollkommen recht. Also wenn es um Paletten geht, ne? Sonst lieber kein 10er verlieren. So, dann haben wir Becca Light Chester Highlighter for Face and Eyes Amethyst Flash Geodes oder so. Keine Ahnung, könnt ihr das erkennen? Ne? Meine Handyhülle, mich könnt ihr aber erkennen, ne? Da. Dann, sehr hochwertig, also die... kann man euch ziehen? Hallo. Hallo. Fokus. Ja, so sieht der Blush aus oder der Highlighter, je nachdem, wie man das benutzen möchte. Ich würde das dann als Topper benutzen oder tatsächlich für die Augen. Ich finde den sehr interessant. Ist so ein, ja, ein rosaner Highlighter, sagen wir mal, mit einem lilanen Shift. Und ich mag diesen bläulichen Shift irgendwie gerne. Ich hatte mir auch überlegt, den Hatice Berlin Glow zu holen. Allerdings für 60 Euro und sowas wollte ich ihn nicht. Neulich habe ich ihn tatsächlich für 30 Euro oder 35 Euro im Kleiderkreis gesehen. Aber ich hatte so viel schon, dass ich mich selber stoppen musste. Und jetzt ist er dann weg. Aber es wird sicherlich wieder einer drin sein. Und ja. Ich bin ja immer fleißig am Gucken. Ich hoffe natürlich, der Haul hat euch gefallen. Sagt mir mal, welche Produkte ich zuerst ausprobieren soll mit euch zusammen. Habt ihr Interesse an diese Color Drain Paletten, an diesen hier? Ich werde immer ein Full Face mal, denke ich, machen und auch mal nur ein Augen-Make-up, gerade mit den Lidschattenpaletten. Ich finde das super wichtig, um zu gucken, wie eben diese Farben sind. Heute habe ich die Lemonade benutzt mit ein bisschen Glitzer. Ist sehr interessant. So ein bisschen... ja, bisschen interessante Töne da drin. Oh. So, ihr Lieben, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch was und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!